Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heute beginnenden Landtagswoche, zur heutigen 129. Plenarsitzung. Ich eröffne sie und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Keiner widerspricht. Damit ist das so. Ich begrüße die Hessische Landesregierung. Ich begrüße die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Und ich komme zur Tagesordnung. Die Tagesordnung vom 20. Februar 2018 sowie ein Nachtrag am heutigen Tag mit insgesamt 59 Punkten liegen Ihnen vor. Sie entnehmen der Tagesordnung in den Punkten 54 bis 58, dass die Aktuellen Stunden alle eingegangen sind, alle Fraktionen. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhandlung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten. Je Fraktion, ihr müsst das ein bisschen lauter stellen hinten in der Regie. Kann man das regeln? Das ist ja nett. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden am Montag, am Donnerstag um 9 Uhr. Interfraktionell wurde vereinbart, der Tagesordnungspunkt 26 ohne Aussprache abschließend in den WKA zu überweisen. Meine Damen und Herren, noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der SPD betreffend Dunkelfeldstudie in Hessen durchführen, Drucksache 19/6092. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 60 zum Top 60 erhoben und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 2 der Regierungserklärung zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiter eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Überlastung und Lehrkräftemangel an hessischen Schulen, Drucksache 19/6098. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dies der Punkt 61, und wir rufen ihn auf, wenn genehmigt, mit dem Top 40. Kein Widerspruch, dann machen wir das so. Dann frage ich, ist damit die Tagesordnung von Ihnen allen genehmigt? Kein Widerspruch. Das ist der Fall. So können wir danach tagen. Wir tagen heute bis 19 Uhr, wie gehabt. Wir beginnen mit der Fragestunde, Drucksache 19/6031. Danach kommt die Regierungserklärung. Herr Staatsminister Rhein, der fehlt heute ganztägig. Frau Kollegin Mürwin-Öztürk ebenso. Frau Kollegin Hofmeier ist erkrankt, ebenso wie Frau Kollegin Alex ist auch erkrankt. Beiden wünschen wir von hier aus gute Besserung. Ja, okay. Herr Berlin hat sich gemeldet. Herr Parlamentargeschäftsführer der CDU-Fraktion, Sie haben das Wort. Herr Präsident, ich darf Sie darüber informieren, dass auch leider wir Krankheitsfälle haben. Die Kollegen Dr. Arnold, Hugo Klein und Karin Wolf bitte ich zu entschuldigen. Vielen Dank, Herr Polino. Auch das nehme ich zur Kenntnis. Auch den dreien wünschen wir gute Besserung. Dann habe ich festzuhalten, dass heute Abend der Parlamentarische Abend der Verbraucherzentrale in Hessen ab 19 Uhr im Restaurant stattfindet. Das waren meine amtlichen Bekanntmachungen.